Ja, herzlich willkommen bei uns im Kunstmuseum Ravensburg. Ich bin Christina Gross, ich arbeite hier als Kuratorin am Haus. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Abend Caroline Achantre bei uns digital als Gast begrüßen darf. Caroline, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist, zumindest digital nochmal. Ich hatte die große Freude, mit dir gemeinsam deine aktuelle Ausstellung bei uns Shiftings zu konzipieren und zu kuratieren. Und jetzt heute Abend haben wir nochmal Gelegenheit, mit dir ein Künstlergespräch zu führen zu deiner Arbeit und auch zu der Ausstellung in Ravensburg. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich dich noch ganz kurz vorstellen und auch noch was zu der Ausstellung sagen. Shiftings ist deine erste museale Einzelausstellung in Deutschland. Es gab zuvor Einzelausstellungen in Belgien, Frankreich, Österreich, beispielsweise oder Italien. Es gab zuvor auch eine Präsentation im Dortmunder Kunstverein 2018. Du wurdest in Frankreich geboren, hast deine prägendsten Jahre in Deutschland verbracht, bevor du zu einem weiteren Kunststudium ans Chelsea College of Art and Design und die Goldsmiths University gegangen bist. Eine Ausbildung zur Schmiedin ebnete vielleicht schon den Weg ins gestalterische Arbeiten. Mittlerweile ausgestattet mit einer Professur an der Burg Giebichenstein, der Kunsthochschule in Halle und vertreten in zahlreichen internationalen Kunstsammlungen wie dem Centre Pompidou in Paris oder dem Belvedere-Museum in Wien, kann man wirklich sagen, dass deine Arbeit mittlerweile im Kunstkanon verankert ist. Für all unsere Zuschauerinnen der Hinweis, Sie haben die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, entweder direkt in die Chat-Funktion bei YouTube oder per SMS einfach an uns senden. Die Handynummer finden Sie auch unterhalb des YouTube-Fensters eingeblendet. Wir probieren dann alle Fragen zu beantworten, spätestens aber natürlich im Anschluss an das Gespräch. Und bevor wir jetzt gleich starten, sind mir tatsächlich schon meine Kopfhörer wieder rausgefallen. Deswegen wundern Sie sich nicht. Wir haben schon ordentlich geprobt. Das hält trotzdem nicht so gut, wenn ich immer mal damit beschäftigt bin, weil so kann ich Caroline, unseren Gast, am besten verstehen auch. Deswegen, Caroline, nochmal herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Gespräch ein. Hallo, Christina. Vielleicht kannst du uns ganz zu Beginn verraten, wie du überhaupt zur Kunst gekommen bist. Also ich glaube, eine Affinität zur Kunst gab es schon immer. Jedoch wollte ich dann im Gymnasium nach dem Abi auf gar keinen Fall von einer Institution dann gleich wieder in die nächste und bin dann erstmal so auf Weltreise gegangen und habe mich also gegen ein Kunststudium gleich entschieden. Habe dann da den Sohn eines Kunstschmiedes kennengelernt und dachte mir, das wäre interessant, eine Kunstschmiedelehre zu machen, als ich zurückkam. Also die Affinität, was mit den Händen zu machen, war da, aber es hatte erstmal noch nichts mit dem Kunststudium an sich zu tun. Aber der Funken war eigentlich schon, ja, weiß ich nicht, seit ich 15 Jahre alt war, auf jeden Fall war das Interesse schon da. Und nach fünfjähriger Arbeit als Schmiedin habe ich mich dann doch noch für ein Kunststudium entschieden. Und du bist dann ja zum Studium nach England gegangen, das habe ich ja gerade schon erzählt. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, in England zu studieren? Und vielleicht kannst du auch gleich kurz erwähnen, ob dich England besonders geprägt hat, auch was deine künstlerische Arbeit angeht. Also erstmal war ich schon immer anglophil. Ich glaube, als Teenager eher über die Musik und die Jugendkultur, Punk, New Wave, vieles, das aus England eher als aus Amerika kam, sodass also das Interesse auf jeden Fall schon mal aus der Ecke kam. Und dann habe ich eben 2 Jahre in der Metallbildhauerei in Halle studiert, und aber dann, um ganz schnell festzustellen, dass ich mich nicht auf so ein Material festlegen möchte in meiner künstlerischen Ausdrucksweise und dass es Metall, also wenn dann auch nicht unbedingt Metall ist, und habe in der Zeit auch viel mit Foto und Video ausprobiert. Ich wollte diese Materialität erstmal komplett loswerden, abschütteln. Und bin dann wollte da weg nach dem Vordiplom und bin nach London gefahren, um mir die Kunsthochschulen anzugucken. Und in der Zeit war die Hochzeit der YBA, der Young British Artists, der Riga an Künstler und Künstlerinnen, die ja mit von Charles Saatchi quasi durch ihn, mit ihm groß wurden.
und war in der Royal Academy die Ausstellung Sensation. Das war eben diese Young British Artist Ausstellung, die ich, mich damals total begeistert hat. Das war eben nicht so viel Gravitas und Schwere, wie ich damals an den deutschen Kunsthochschulen empfand. Das war wie so eine wie so ein Postkonzeptualismus, mit wo die Idee die Mittel bestimmt, aber gleichzeitig natürlich auch mit einer Prise Humor und auch relativ viel Ironie und Sarkasmus. Also vielleicht eine Art von Postkonzeptualismus, der sich dann auch mit einer Art von Popkultur getroffen hat. Das hat mich total beeindruckt und die Kunsthochschulen haben mich auch beeindruckt und somit habe ich dann nach dem Vordiplom mit der Hilfe eines DAD-Stipendiums von Deutschland nach England gewechselt. Und bist ja seitdem auch dort geblieben sozusagen, hast dein Atelier auch in der Nähe von London. Also kann man sagen, dass du dich auch langfristig für England entschieden hast? Oder würdest du sagen, dass Deutschland und Frankreich deine künstlerische Arbeit auch geprägt haben auf deinem Weg? Also das geprägt haben die das sicherlich. Es ist schwer. Also in Frankreich bin ich ja erstmal mehr oder weniger nur geboren und damit 2,5 Jahre nach Deutschland umgezogen. Und mit meiner deutschen Mutter, also der Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, war dann nur temporär Französisch. Wobei ich sagen muss, dass ich seit 10 Jahren ungefähr oder wahrscheinlich sogar inzwischen mehr vermehrt in Frankreich ausstelle und jetzt wieder wie so ein Revisiting vielmehr da wieder verankert bin und schwer zu sagen, was wie beeinflusst und Deutschland hat mich sicherlich auch beeinflusst, das waren auf jeden Fall prägende Jahre von 3 Jahren bis 22. Das hat natürlich Spuren, das ist schwer zu sagen, das ist glaube ich so ein Hotpot. Ja. Und jetzt Shiftings, deine erste museale Einzelausstellung in Deutschland, nachdem es schon diese Präsentation im Dortmunder Kunstverein gab von dir, eine Einzelausstellung. Wie ist das für dich, dass jetzt in Deutschland auch mehr Einzelausstellungen von dir stattfinden? Ja, also freut mich natürlich wahnsinnig und ich darf das wahrscheinlich sagen, aber es war überfällig. ich habe natürlich wahnsinnig viel Bezug zu Deutschland, weil meine gesamte Familie da lebt, also nicht die gesamte, aber also 2/3 kann ich sagen. Und und Deutschland hat auch eine total spannende Kunstszene. Und ich weiß auch nicht, warum das ein bisschen gedauert. Ich habe halt wahnsinnig viel in Großbritannien ausgestellt, in Frankreich und auch noch in Italien, auch nicht so wenig. Freut mich sehr. Und mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Okay, ich würde sagen, wir blenden jetzt einfach mal die erste Folie ein. Wir haben nämlich für Sie auch noch natürlich einige Ausstellungsansichten hier aus Ravensburg mit vorbereitet, damit Sie auch ein bisschen mehr sehen als nur die Arbeit hinter mir. Genau, deine Ausstellung ist bei uns im 2. Obergeschoss über die gesamte Etage. Hier sieht man schon den ersten Teil der Ausstellung und ich konnte jetzt in den letzten Wochen ja wirklich immer wieder auch beobachten, wie fasziniert die Besucher vom ersten Moment an auch sind von deinen großformatigen Tapisserien. Also Tapisserie, eine Technik, auch bei dir speziell die Technik des Taftens, der du dich künstlerisch widmest. Wie kam es denn überhaupt, oder vielleicht kannst du vorab kurz für alle nochmal erklären, was Taften überhaupt genau ist oder Tuften? Ja, Tuften ist wie so eine mechanische Form des Knüpfens auf eine Art und Weise. Das wurde, glaube ich, in den 70er Jahren wurden diese Tuftmaschinen entwickelt, um diese Handtuften zu entwickeln. Ich beschreibe mal den Prozess. Ich habe einen Rahmen, der vertikal steht, und spanne eine Leinwand auf, einen Canvas, der relativ grobmaschig aussieht. Und habe die Tuftpistole, sieht aus wie eine Bohrmaschine, die an den Kompressor angeschlossen ist und die mit Luftdruck Wolle durch diesen Canvas schießt. Jetzt darf man sich das nicht wie eine Harpune vorstellen. Die Maschine hat Kontakt zum Stoff und man arbeitet von hinten. Von hinten wird also Wolle mit dieser Tuftpistole durch die Leinwand geschossen. Das ist eine Art wie Malen mit Wolle. Und es gibt,
also natürlich den Parameter Farbe und es gibt den Parameter Wolllänge, die Florhöhe nennt sich das im Fachbegriff. Dadurch entstehen Arbeiten, die auch so reliefartige Qualitäten haben. Es ist auf eine Art eine ziemlich freie Art des Arbeitens, obwohl ich von hinten arbeite und nicht direkt sehe, was ich mache, bin ich nicht an waagrechte und senkrechte gebunden, wie zum Beispiel beim Weben. Ja, das ist nämlich ja auch ein ganz spannender Aspekt des Tuftens, dass du eben die meiste Zeit während des Arbeitens wirklich die Rückseite der Arbeit sieht. Normalerweise ist es ja beim künstlerischen Arbeiten, dass man eigentlich gleich sieht, was man auch tut. Das heißt, du musst wirklich immer wir sehen hier gerade noch so einen Rahmen, einen Tuftrahmen, wo du eben diese Arbeit erstellst. Was meinst du, was ist das, welchen Einfluss nimmt das auf deine Arbeit, dass du die Arbeit die meiste Zeit nur von hinten betrachtest während des Arbeitens selbst? Also es gibt ein Delay und man arbeitet natürlich mit einer gewissen Vorstellung. Ich kann natürlich mich jede Minute um diesen Rahmen bewegen und das mache ich auch oft. Aber es ist so ein Akkumulieren von Informationen, von Wolle, die man erstmal braucht, damit sich langsam Bilder gibt. Und dann kann man erst wieder darauf reagieren. Insofern arbeitet man genau mit so einer Vorstellung, mit einem Gefühl und natürlich inzwischen auch mit einem Erfahrungswert und legt was an. Dann guckt man sich an und dann reagiert man wieder drauf auf das, was man gerade fabriziert hat. Es ist einfach eine spezielle Dynamik aus Planung und Vorstellung, was vielleicht auch ganz gut zu meinem generellen Arbeitsprozess passt. Und muss man sich das so vorstellen für alle anderen vielleicht nochmal, dass du vorab Zeichnungen anfertigst oder hast du erst eine grobe Zeichnung auf diesem Trägermaterial, Leinwand oder überhaupt eine Vorstellung oder tuftest du einfach drauf los? Es gibt schon eine Grundzeichnung, weil man also die Mischung, die Kombination aus der doch großen Größe und dem von hinten arbeiten würde einen dann doch sich ziemlich verlieren lassen. Ich habe eine Skizze. Ich arbeite ja mit dieser Technik jetzt schon seit 2000, also zwischen 22 Jahren, was ich auch nicht gedacht hätte. Und die ersten Teppiche, die gemacht waren, wirklich eine 1:1 Umsetzung von Tintenzeichnungen. Das hat sich inzwischen völlig geändert und es gibt einfach eine ziemlich grobe Grundzeichnung hinten drauf und oft oder manchmal ändern sich die Teppiche noch mal komplett, aber es gibt auf jeden Fall einen gewissen Plan, egal wie grob der ist, den braucht man schon. Und wie bist du überhaupt zu der Technik des Tuftens gekommen? Vielleicht kannst du das, oder seit wann machst du das auch? Als ich am Goldsmiths meinen Master gemacht habe, im Fine Art, man kocht ja als Studentin oft in mehreren Töpfen und zu der Zeit hatte ich eine Serie an ganz intensiven Tintenzeichnungen angefertigt, die sich beschäftigt haben mit der Spannung zwischen dem Figurativen und dem Abstrakten, aber auch dem Anziehenden und dem Abstoßenden, den Unheimlichen und dem Naiven. Es waren oft so, so binäre Paare, wenn man so möchte. Und und aufgrund der Qualität der Tinte gab es dann auch so ein Spiel mit dieser Assoziation des Rorschach-Tests. Und dann war ich dann auch prompt in diesem psychologischen Feld und habe mich immer mehr mit dem Unheimlichen beschäftigt und Sigmund Freud und Geschichten wie der Sandmann zum Beispiel, wo eben auch vertraute Personen, vertraute Situationen plötzlich eben mit anderen Augen betrachtet werden und was ja quasi das Unheimliche ist und dachte, es wäre interessant, diese kleinen Tintenzeichnungen, die sich damit auch beschäftigen, erstmal wollte ich denen unbedingt gerne mehr Körper und Größe geben und die in ein häusliches Material zu übersetzen. Häusliches Material klingt im Deutschen schrecklich, das ist, was man im Englischen als Domestic Material bezeichnet. Und ich dachte, es wäre total spannend, so eine Zeichnung in den Teppich umzusetzen, ohne zu wissen, wie man einen Teppich macht.
Also es war sicherlich auch die Wolle, aber auch, weil natürlich ein Teppich halt einfach was aus dem Häuslichen ist und vielleicht auch, glaube ich, hat auch die Vorstellung, dass ich gern möchte, dass es wie so eine Erscheinung dann aus diesem Material herauskommt. Die erste Zeichnung war ziemlich einfach. Und bin dann im Goldsmiths, es war separiert, Textile und Fine Art, bin dann in das Textile Department und die hatten eben so eine Tuftanlage, die keiner auch zu der Zeit benutzen wollte. Und die wurde mir dann vorgeschlagen zu benutzen. Ja, und musste ich dann noch so ein Testpiece machen und habe gleich festgestellt, dass mir der Prozess also genauso gut gefällt wie der Outcome, wie das Ergebnis, weil es dann doch ein ziemlich physisches Arbeiten ist, was mir liegt und eigentlich auch noch relativ flott jetzt im Vergleich zum Weben und spontan und gleichzeitig diese Haptik der Wolle, die dann dabei entsteht, doch viele Variablen hat und Möglichkeiten damit zu arbeiten, hat mich begeistert. Vielleicht auch nochmal eingehend auf das Material Wolle. Du hast es ja selber mal so schön beschrieben, dass Wolle sowas einerseits was sehr Anziehendes hat und das beobachtet man hier auch. Ich glaube, unsere Aufsichten sind ziemlich viel damit beschäftigt, dass niemand diese Objekte anschafft, wenn man reinkommt. Man möchte sie wirklich so eine haptische Qualität am liebsten gleich anfassen und gleichzeitig kann Wolle aber ja auch sowas Abstoßendes haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, für dich diese persönliche Faszination mit diesem Material Wolle. Ja, also du hast schon einen Aspekt angesprochen, dieses Anstoßende und Anziehende und Abstoßende finde ich total spannend. Ich mag Materialien, ich mag, glaube ich, auch oft Kunst, die nicht neutral ist, die irgendwie aufgeladen ist. Und also mit Wolle oder mit Tufting kann man also wirklich auch extrem Scheußliches kreieren. Die ersten Teppiche waren strenger im Sinn von reliefartiger und nicht so langhaarig. Aber mit der Wolle kann man eben so viele Aspekte oder potenziell taktile Aspekte auch nachahmen. Oft denkt man an Haar, dann denkt man an Fell. Seit ein paar Jahren arbeite ich auch mit Mohair. Das sieht aus wie verfilzte Haare oder auch Fell. Je nachdem hat man dann noch so eine sensorische Ebene dazu, also es ist eben zwischen Malerei und Skulptur irgendwie, die Arbeit an sich, und hat dann eben noch diesen Aspekt des Kontexts, der Assoziationen, die man mit dieser Wolloberfläche hat. Ja, du hast es selber gerade schon angesprochen, dass es so zwischen Malerei und Bildhauerei ist. Ich gehe jetzt noch mal eine Folie weiter. Man sieht es da, finde ich, sehr schön wirklich. Ich finde es auch so eine Qualität deiner Arbeit, dass die einerseits eben diese malerischen Aspekte haben, allein die Leinwand als Trägermaterial, dann oftmals die sehr starke Farbigkeit, oftmals ist es ja auch eine sehr wilde Kombination von Farben und gleichzeitig eben diesen Reliefcharakter, und sie entfalten im Raum einfach, was man jetzt auf den Fotos gar nicht so schön wahrnehmen kann, auch eine unglaublich starke Präsenz. Und du hast dich selber mal so schön beschrieben als eine Bildhauerin, der es schwerfällt, von der zweidimensionalen Fläche wegzukommen. Vielleicht passt das auch zu diesen Arbeiten, oder vielleicht kannst du auch selber noch mal kurz erwähnen, wie du das genau gemeint hast. Ja, also man muss sich ja nicht entscheiden, aber ich, also irgendwie sehe, lokalisiere ich mich tatsächlich mehr als Bildhauerin, weil mich auch der Raum interessiert. Ich mache wenig wirklich dreidimensionale Arbeiten. Aber ich interessiere mich auch zum Beispiel, wie Arbeiten im Raum installiert sind, aber darüber sprechen wir vielleicht später. Wieder so ein Zwischenzustand, den ich spannend finde, dass diese Aspekte eben beide da eine große Rolle spielen. Die Farbkombinationen genauso wie die Haptik und die Dreidimensionalität. Ich glaube, es gibt immer das Verlangen, mehr in den Raum zu gehen. Und dadurch gibt es auch Arbeitenteppiche, die auch Faltungen haben. Ich glaube, da sind jetzt hier keine da. Aber so kam ich zum Beispiel zu Keramik. Ich weiß nicht, ob da wir genau Bilder so einblenden wollen. Das Anfangswerk war ja eher
Ja, wobei die auch, ja. Das Anfangswerk war ja, flach und dann kamen eben diese Teppiche, die dieses Potenzial haben, und so ein Potenzial ist eh total wichtig in der Arbeit, finde ich, dass Dinge auch noch immer noch, ja, was anderes sein können, dass sie aktiviert sind, dass sie eben zwischen Malerei und Skulptur haben, dass sie vielleicht auch noch auch so eine Lebendigkeit haben. Ich glaube, deswegen interessieren mich immer diese Zwischensituationen. Und dann ein paar Jahre, nachdem ich mit diesen Tapisserien schon gearbeitet habe, hatte ich Lust, auch noch einen anderen Aspekt dazu zu bringen, und habe wieder mich so ein bisschen skulptural bemüht und habe aus alten Tintenzeichnungen angefangen, so Papiermasken zu bauen, die ja auch auf Ständern waren, also die immer noch nicht ganz dreidimensional waren. Und habe dann aber gemerkt, dass Papier keine lange Lebensspanne als skulpturales Material hat. Also es gibt natürlich auch KünstlerInnen, die damit arbeiten, aber ja, also dazu bin ich vorsichtig genug und habe dann relativ schnell zu Ton gewechselt. Und also meine Art und Weise, mit Ton zu arbeiten, ist nicht so unähnlich dem, mit Papier zu arbeiten. Die waren oft gefalten oder zusammengeschoben. Also Ton hat natürlich andere Attribute und ist da gängig, aber ich arbeite oft mit Slabs, mit Lagen von Ton. Und auch die werden aktiviert durch diese Spannung zwischen so einer Zwei- und Dreidimensionalität. Genau. Eine Skulptur gibt es ja in der, Verzeihung, gibt es ja in Bolbe, die ja wirklich auch, die sich geschafft hat, in den Raum zu kommen. Müssen wir noch mal, können wir noch mal einmal schauen, ob wir sie in der ersten, Folie sieht man sie ganz klein in der Mitte auf dem Sockel stehen. Das ist Bolbe, eine Skulptur, die auch zwei Gesichter hat, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Ich habe jetzt leider keine größere Aufnahme davon. Aber ich finde eben auch, wenn wir noch mal zurückgehen zu den Keramiken, dass man da sehr schön sieht, dieses Spiel mit Fläche und dreidimensionalen Raum. Es ist auch da wieder spannend, dass du die Keramik eigentlich flach an die Wand bringst und dann nur über ein neues Triggermaterial, was dann Teil der Skulptur wird, diese Metallstänge sozusagen, sie auch wieder sehr stark räumlich werden. Also auch gerade diese Doppelung von malerischen und bildhauerischen Aspekten sich auch in der Keramik tatsächlich wiederfindet. Vielleicht gehen wir trotzdem noch einmal zurück zu den Taftarbeiten. Da gibt es auch noch so viele spannende Aspekte. Und auch noch mal zu der Technik. Du hast deine Wollfäden selbst mal als Pixel beschrieben. Das fand ich auch so eine spannende Herangehensweise oder eine spannende Denkweise. Vielleicht kannst du uns auch da noch mal verraten, wie du das genau gemeint hast. Ja, obwohl ich das Tuften vorher als malerischen Prozess beschrieben habe, ist man ja beim Malen, also insofern man nicht jetzt, wie ich, mit Tinte auf Papier zeichnet oder malt, sondern auf Leinwand malt zum Beispiel, schichtet man ja übereinander. Aber beim Tuften muss man Stich für Stich quasi erstmal das meine ich eben auch mit Information oder Pixel, in die Leinwand reintuften, damit dann erstmal irgendwas entsteht. Dieses Endergebnis der gedufteten Arbeit ist letztendlich eine Information von vielen, vielen Wollfäden. Daher kommt der Vergleich zum Pixel. Caroline, ich kann dir gerade nur antworten ins Leere hinein, weil jetzt fallen nicht nur meine Kopfhörer aus, ich höre auch nichts mehr. Also wir haben den besten Techniker hier, Matthias, aber diese Kopfhörer, die müssen wir nächstes Mal anders machen. Ich muss einen festhalten. Ich glaube, das ist hier hinten rausgeploppt. Also selbst mit einem Technikteam im Hintergrund, die Technik macht doch manchmal Probleme, aber jetzt kann ich dich wieder hören. Wie gesagt, ich entschuldige mich auch im Vorfeld bei allen, dass ich ständig diese Kopfhörer wieder in meine Ohren rein stecke. Das ist nicht erkannt momentan. Okay, stimmt. Hätte ich vielleicht gar nicht erwähnen müssen. Wenn jemand die hinter dir stehen und festhält. Ja, ich habe jetzt leider die Antwort verpasst, deswegen stelle ich einfach direkt die nächste Frage. Wir sehen hier gerade auf der Folie die Arbeit Yeti, das ist auch eine Taftarbeit. Yeti ist ja jetzt ein Titel, man hat natürlich sofort die Assoziation über den Titel zu diesem Fabelwesen des Himalayas. Optisch erinnert es jetzt für mich eher an einen großen gelben Schneeanzug mit so grauen Handschuhen. Vielleicht deswegen generell, wie ist denn diese Arbeit überhaupt zu seinem Titel gekommen? Also da liegst du natürlich schon ziemlich richtig. Und ich glaube, dieser Schneeanzug, das ist, also
Mir geht es eben auch oft um das Potenzial der Arbeit, dass man die tragen könnte bei den mehr maskenartigen Teppichen oder also dann vielleicht was Ritualistisches haben. Und ich möchte schon, dass man sich potenziell da auch reinprojizieren könnte, entweder das oder zumindest mit der Vorstellung leben könnte, dass irgendjemand diesen Anzug benutzen würde. Und dann ist man vielleicht schon näher dran, der Yeti selbst zu sein. Und bei anderen Arbeiten ist es ja teilweise so, also bei Yeti, da hat man ja sofort eine Assoziationskette, aber zum Beispiel bei den Arbeiten, die wir hier sehen, Tode Custo, Herr Lore und Rufus, hat man ja nicht gleich so eine Idee davon, was du damit meinst. Wie, vielleicht kannst du da auch noch mal verraten, du hast mir mal erzählt, erst entsteht immer die Arbeit und der Titel kommt immer erst im zweiten Schritt dazu. Auf jeden Fall, das könnte ich mir gar nicht anders vorstellen. Manchmal ist es ein ganz offensichtliches Spiel, manchmal ist es ein Spiel mit sich. Ich habe auch schon Titel gemacht aus dem Moment, wo ich dann nicht mehr den Weg, dann Jahre danach nicht mehr wusste, wo eigentlich der Titel jetzt genau herkommt. Es ist was oft Assoziatives. Also ich betitel auch die Zeichnungen nochmal anders als die Keramiken, als die Teppiche irgendwie. Mhm. Die Kanäle, die mein Gehirn dann geht, andere. Und bei den getufteten Arbeiten ist es eine Kombination aus, wie der Teppich aussieht, was ich damit assoziiere vom Sinn her. Manchmal gehe ich aber auch danach, wie die Wörter aussehen oder wie sie klingen. Also Omnopoetry kann auch eine Rolle spielen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich danach nach dadaistischen Methoden vorgehe, aber es gibt auf jeden Fall auch abstraktere Arten, mich an einen Titel dran zu machen, als jetzt nur zu beschreiben, was man sieht. Und nur noch einmal nachgefragt, vielleicht kann man es aber auch gar nicht so richtig beschreiben, wenn du sagst, dass du bei den Aquarellen und bei den Keramiken und bei den Taftarbeiten unterschiedlich an die Titel rangehst. Wie kommt das zustande oder wie muss man sich das vorstellen? Die Teppiche sind substanzieller, einfach vom Wesen her, und sind auf jeden Fall irgendwie Kreaturen, und das habe ich dann auch im Kopf. Bei den Zeichnungen nicht, das können auch Kreaturen sein, können aber auch Zustände sein, und die sind flüssiger und fließender und entstehen schneller, und auch die Titel entstehen schneller. Die sind weniger substanziell, die sind sehr playful werdend, spielerisch werden die gemacht. Bei der Keramik, es ist eine Mischung aus beiden. Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Bed 8, noch eine Arbeit. Da sagst du bestimmt auch gleich was zum Titel, aber ich würde jetzt gerne auch ein bisschen auf diese Motive eingehen. Du hast es eben direkt angesprochen, die Tuftarbeiten, das sind oft wesenartiger. Also auch, wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass es immer oftmals hybride Wesen sind. Vielleicht kannst du kurz erklären, was dich an diesen hybriden Charakteren, diesen hybriden Wesen interessiert. Und vielleicht kann man es auch an Bed 8 ganz gut veranschaulichen für alle Zuschauerinnen, die dein Werk vielleicht noch nicht kennen. Generell interessiert mich immer eine Koexistenz. Zwei Pole oder oft auch zwei Personas, die also gerade in den Teppichen hausen, zwei Anwesenheiten, wo man als Betrachter sich oft so ein bisschen entscheiden muss, ob man jetzt das Gehirn jetzt mit dem einen oder mit dem anderen gibt. Und dann geht man mit beiden und ist einfach so ein bisschen in Bewegung. Das hat vielleicht zum Hintergrund, das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern dass ich denke, ja, die haben mehr als eine Persona, und diese Koexistenz ist nur eine Erweiterung dieser Kreaturen. Und ich mag ganz gerne die Vorstellung, sich zu zweit den Körper zu teilen. Genau, und wenn man jetzt nämlich Bed 8 betrachtet,
Bat und Eight, du hast es mir mal so schön erklärt. Bat heißt ja Fledermaus auf Englisch. Das kann bestimmt auch jeder von uns jetzt erkennen, dass man eine Fledermaus in diesem hybriden Charakter erahnen kann. Wenn man aber diese rosafarbenen, pinken Anteile ansieht und dann noch die zählt, wie viele das sind, könnte es eben auch an die 8 Arme eines Oktopusses erinnern, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Ich muss aber sagen, viele Besucher haben auch noch was anderes gesehen. Es wurde schon ein Stier darin gesehen, wenn man die blauen 2 Punkte als die Nasenlöcher des Stieres sieht. Auch ein Kunsthistoriker hat das mal sehr schön beschrieben. Das kommt ja auch durch die 2 Löcher und diese Flachheit der Arbeit, dass es auch eine schamanische Maske sein könnte. Also man kann ganz viele Assoziationsketten sozusagen innerhalb dieser Wesen auch lostreten. Genau. Ich hätte noch eine ganz andere Frage, nämlich auch persönlicher Natur. Ist bestimmt gleich erledigt. Links sehen wir eine Arbeit in der Ausstellung, die noch sehr früh entstanden ist, und rechts eine spätere Arbeit. Links ist es ja viel stärker geometrisch und auch die Arbeit ist viel flacher, wie du schon gesagt hattest. Und rechts bei Mystik kann man vielleicht schon viel mehr wieder auch Wesen oder Tiere erkennen. Ist es generell so, dass deine frühen Arbeiten geometrischer waren als deine späteren Arbeiten, oder ist das jetzt wirklich Zufall? Das ist in dem Fall Zufall. Okay. Ja, als ich vorhin schon erwähnt habe, die ersten Arbeiten, die waren, also habe ich die Tintenzeichnungen noch ziemlich 1:1 übersetzt. Mhm. Und da gab es schon diese Koexistenz, da gab es Phasen mit Clowns und Killer-Clowns. Und die Teppiche waren auf jeden Fall am Anfang eher wie Bilder im Sinn von, die waren immer viereckig und wahrscheinlich flacher, aber das mit der Geometrie war wie eine, also ich will jetzt nicht sagen eine Phase, aber es war so ein Body of Work. Mhm. Okay, und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen so zu deinen Bezugsquellen, das sind ja wirklich sehr lockere Stimulanzen aus sehr vielen verschiedenen Feldern, sprechen. Das Kunstmuseum Ravensburg hat ja die Sammlung The Linke mit einem Schwerpunkt auch beim deutschen Expressionismus. Und du hast selber auch mal gesagt, dass die klassische Moderne für dich auch eine Stimulanz war. Vielleicht kannst du selber noch mal ausführen, welche Rolle die klassische Moderne für dich spielt oder gespielt hat. Ja, ich glaube, das fing an mit Holzschnitten von Emil Nolde. Vielleicht Druckgrafik aus dieser Zeit, wo die Zustände wie Angst oder direkt porträtiert haben, wo es so eine rohe, direkte Energie gab. Und natürlich im deutschen Expressionismus war das generell zu finden. Es gibt Sachen, die ich da mehr mochte und manche weniger. Und aber auch deren Darstellung von eben diesen Zuständen und auch deren Interesse an was natürlich inzwischen kompliziert ist, aber an der Ethnologie, die dann auch quasi mich da ein bisschen zu dieser Ethnologie gebracht hat und zu ethnologischen Museen. Aber letztendlich war es diese Direktheit, diese Rohheit, wo ich nicht das Gefühl habe, da wird was übersetzt, sondern das, was da rein, die Energie, die da in diese Arbeit reingebracht wird, kommt auch direkt wieder raus. Und dann findet man ja auch ganz viele andere noch so Bezugspunkte, die auch in zahlreichen Texten erwähnt werden. Das sind eben diese kunsthistorischen Bezugspunkte, die ethnologischen Sammlungen. Man fühlt sich ja oft wirklich gleich an so Relikte ethnologischer Sammlungen auch erinnert, gerade auch bei diesen maskenhaften Keramiken beispielsweise. Dann werden aber auch noch genannt die Arts and Craft Bewegung und auch das, was nicht ganz spannend, die Ästhetik des Horror, Heavy Metals und Science Fiction Genres. Da kam auch im letzten Vortrag die Frage, welche Rolle die Musik für dich spielt, und Oriane und ich wollten nicht für dich antworten oder konnten vielleicht auch nicht richtig für dich antworten. Also welchen Einfluss hat denn die Musik auf dein Werk genommen, und ist es wirklich die Musik oder ist es teilweise auch die Ästhetik dieser Genres? Also das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Also zum einen hat Musik für mich immer eine Rolle gespielt, und ich habe auch selber jahrelang als Drummer in einer Band gespielt. Es war aber keine Heavy Metal Band, also so direkt ist die Verbindung nicht, aber auf jeden Fall Musik war
bis zu meinen 30ern total präsent und jetzt ist es mehr in einer passiven Art und Weise. Die Ästhetik von Heavy Metal Covern, aber auch die Idee von Distortion oder Lärm, der vielleicht Extreme sucht und das Gehirn quasi überholt, übertönt, finde ich schon spannend. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur die Ästhetik von irgendwelchen Plattencovern, aber diese Distortion, diese Hybrid-Charaktere oder diese Fluidity, was man auch Transgender auf eine Art waren, das ja auch schon vorboten, findet man ganz oft auch in diesen Covers, diese Koexistenz, was weiß ich, bei Iron Maiden, deren Eddie the Head, deren Maskottchen, das immer wieder reinkarniert wird auf jedem Albumcover in einer anderen Form, mal als halb Maschine, halb Alien, auch immer diese Koexistenzen oder Slipknot, die sich ja eben auch wie diese Clowns-Gesichter angemalt haben, das sind Referenzen aus der Vergangenheit. Das Heavy Metal ist jetzt auch nicht mehr akut eine Quelle, aber auf jeden Fall war das so. Ja. Also, ich höre immer so ein Nebengeräusch, verzeihen. Also Musik machen auch ganz wichtig und natürlich beeinflusst alles. Ja. Aber aus dem Heavy Metal und Horror natürlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass das Unheimliche und die Potenzialität, die Möglichkeit und das Unbekannte vor allem, das sind ja alles Dinge, die in Horrorfilmen, wo ein Horrorfilm quasi ja darauf aufgebaut ist. Ja. Und du hast es selber mal gesagt, dass sich eher unser Verlangen nach dem Exotischen interessiert als das Exotische selbst. Ist es auch so, dass du diese reflexive Ebene, warum wir uns dazu angezogen fühlen, automatisch, dass dich dieser Prozess mehr interessiert als das scheinbar Exotische selbst? Also wie kamst du dazu, das so zu formulieren? Also das ist eine Mischung. Zum einen habe ich dann eben mal eine Zeit lang mir viele Sammlungen angeguckt und fand es auch wahnsinnig interessant, wie das Exotische dargestellt wird. Da damals in Dahlem, im Ethnologischen Museum, was ja jetzt im Humboldt-Museum mitgenommen wurde, diese Scherben von kostbaren Gütern überall aus der Welt, die dann in so eine postmoderne Museumsarchitektur eingebettet wurden, wo man noch im Hintergrund vor den Fenstern so Büro-Jalousien hat, was man ja alles gleichzeitig wahrnimmt, aber natürlich gleichzeitig auch nicht wahrnehmen soll, weil das ja als transparent empfunden wird. Diese Hybride und unsere Präsentation der exotischen Artefakte aus aller Welt fand ich sicherlich spannender als jetzt nur die Artefakte an sich. Und unsere Faszination mit dem anderen, es ist natürlich schwer zu trennen. Also schwer zu trennen. Ich habe den Faden verloren. Ob es nicht auch das Exotische ist oder nur die Definition, also was man daraus macht, die zweite Generation quasi, ist schwer zu trennen. Mhm. Ist auch spannend, wie du das beschrieben hast, auch wirklich dieses Paradox, dass diese Objekte dann in so Museen gestellt werden, dessen Architektur gar nicht mehr zu diesem Ursprung passt. Und da entsteht ja schon, wie du meintest, auch wieder so eine hybride Energie vielleicht oder eine hybride Stimmung, die irgendwie auch Momente des Kippens in sich hat. Wir haben vorhin schon mal kurz über die Keramik gesprochen. Mit der Keramik, das ist eine Technik, mit der arbeitest du noch nicht so lange wie mit der Technik des Tüftens, oder? Also seit wann arbeitest du mit der Keramik genau? Ja, ist eine gute Frage. Nee, auf jeden Fall nicht so lange. Ich glaube, die kamen dann vielleicht so 8 Jahre danach dazu. Mhm. Und kannst du vielleicht auch da noch mal kurz erklären, was dich an diesem Material der Keramik so besonders interessiert? Ja, es ist natürlich viel spontaneres Material als
Wolle, als das Getuftete, als die Tapisserie. Erstmal ist es, man kann ganz komplex damit arbeiten, man kann aber auch ganz einfach damit arbeiten. Es ist eine Art von Recorder, alles, was man damit macht, wird aufgenommen, egal ob man die Oberflächen bearbeitet und den ganzen jegliche Eindrücke festgefroren sind oder ob man sie schiebt oder faltet. Es ist ein Material, das auch auf Schwerkraft sehr reagiert und Schwerkraft spielt auch eine ziemlich große Rolle in meiner Arbeit und ich glaube, das ist, was auch den Arbeiten dann oft eine Lebendigkeit gibt. Und es sind ja zwei Etappen beim Arbeiten mit Keramik. Es ist ja einmal das Formen und dann das Bisquefeiern und danach nochmal die Glasur, die dann nochmal die Arbeit in nochmal eine ganz andere Richtung bringen kann. Und oft so eine Lebendigkeit auch durch eine zum Beispiel feucht aussehende Glasur entstehen kann, sodass eine Arbeit aussieht, als wäre sie gerade erst aus dem Meeresgrund gezogen oder ganz trocken. Es ist einfach ein Spiel, also spielerisches Material, das wahnsinnig gut im Dialog mit der Macherin, mit dem Macher agiert. Ich finde es auch ganz spannend bei den Keramiken, dass eben diese ganzen Assoziationen so Pflanzenhäuten, Tierhäuten auftauchen, aber eben auch oft Assoziationen zu Masken, zu Gesichtern. Und mir selber geht es auch tatsächlich so, dass ich gerade bei den Keramiken oft das Gefühl habe, dass man sich so fragt, ob man gerade selber anschaut oder betrachtet oder ob man betrachtet wird. Also dieser Moment des Unheimlichen kommt für mich auch dadurch nochmal zustande. Auch gerade die Keramiken, die wir auf Metallständen, das sieht man jetzt auf der Fotografie schlecht, die sind wirklich ziemlich groß. Ich glaube, der größte Metallständer ist so 2,30 Meter hoch oder so. Also die kommen wirklich wie so eine Mannschaft auf einen zu und blicken einem so fordernd entgegen. Deswegen stellt sich für mich auch oder drängt sich so die Frage nach diesem Begriff des Animismus, also einer Beseelung der Dinge, wie du dazu stehst oder ob du da auch wieder eine reflexive Ebene einnimmst. Mir ist bei den Arbeiten, glaube ich, das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt ziemlich wichtig. Es sind natürlich tote Scheiben Ton, wenn man so will, aber ich, wie gesagt, ich versuche dem so ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich versuche dem eine Art Leben oder das Potenzial noch von der Veränderung einzuhauchen, sodass man als Besucher das Gefühl hat, dass es noch eine Interagieren gibt mit der Arbeit. Sind natürlich letztendlich dann doch irgendwie alles Masken und wie gesagt, mich interessiert das Potenzial, sich da die tragen zu können und sich dadurch zu einer anderen Persona zu machen. Genau, vielleicht, weil wir jetzt nochmal bei dem Stichwort Masken sind. Oftmals wird ja auch als Referenz genannt, dass auch dich Faschingsgebräuche oder Bräuche auch interessieren. Vielleicht kannst du in dem Zuge auch nochmal kurz darauf eingehen, was dich daran fasziniert. Im Hinblick auf die Masken vielleicht auch. Also ich kenne hauptsächlich natürlich den europäischen Karneval, der ja auch so eine Art Persiflage auf der Gesellschaft darstellt wo aus so einem normalen Alltag ausgebrochen wird. Und ich bin ja in Fürth aufgewachsen, da gibt es nicht so einen verrückten Karneval, aber ich bin schon öfters zum Beispiel in die Schweiz gefahren, wo dann eben so ein Ausnahmezustand herrscht und man eben diese andere Person oder oft sind sie auch Gruppen, so ein Parallelleben auslebt. Es ist eine Mischung aus, hat ja natürlich auch ganz viele andere Bräuche, ja, Austreibung von schlechten Geistern, wie gesagt, ja, eine Ironisierung, ist einfach so ein auf den Kopf stehen. Das ist jedes Jahr im Kalender eingebettet, das finde ich total spannend. Ja, stimmt. Hat hier unten ja im süddeutschen Raum generell ist es eine große Tradition.
Bevor wir jetzt nochmal vielleicht auf die Aquarelle eingehen, auch nochmal an unsere Zuschauerinnen den Hinweis für Leute, die noch später dazugekommen sind. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, entweder über die Telefonnummer unterhalb des YouTube-Videos oder einfach direkt in die Chat-Funktion von YouTube. Jetzt vielleicht nochmal zu deinen Aquarellen. Mit den Aquarellen arbeitest du ja wirklich schon eigentlich seit Anbeginn deiner künstlerischen Arbeit. Und wie du auch schon beschrieben hast, hat sich die Rolle da ja auch geändert. Das waren teilweise waren es mal so Vorzeichnungen, auch für die Tuftarbeiten. Mittlerweile hat sich das wieder getrennt und ist eigenständiger geworden. Aber vielleicht kannst du selber nochmal sagen, welche Rolle die Aquarelle aktuell in deiner künstlerischen Arbeit spielen. Die sind eigentlich gleichwertig auf eine Art und Weise wie die Teppiche und die Keramiken. Ich arbeite generell selten an allen Dingen. Gleichzeitig sind Phasen und das Exemplar, was wir jetzt hier sehen, ist eben nach so einem Karnevalsbesuch in der Schweiz, ist eine ganze Serie davon entstanden. Es gibt aber auch einige Zeichnungen, die viel abstrakter sind und sich auch mit dem auf eine abstrakte Art und Weise mit so einer Auflösung der Figürlichkeit beschäftigen. Mhm. Was schön ist, dass diese ausgewaschene oder ausgespritzte Tinte auch so eine Dynamik mit sich bringt. Oft, die gehen durch mehrere Waschungen, oft also ein Künstlerkollege hat das mal so beschrieben, es sieht aus, als wären die Zeichnungen im Papier. Das mache ich ganz gerne. Ist ein ganz tolles Material, Tinte und Papier. Es ist eben was sehr Spontanes und ist eben zwischen flüssig und fest, finde ich. Das lässt sich ja mit nichts anderem so gut darstellen. Und du hast vorhin schon eingangs selber diese Assoziation zu den Rorschach-Tests angesprochen. Ist das für dich tatsächlich so, dass die Aquarelle dadurch, dass es so verfließt und auch so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, ist es eine Assoziation, die du magst im Hinblick auf deine Aquarelle, oder? Nee, nicht mehr. Das war, glaube ich, hat mich so ein bisschen beflügelt, ganz am Anfang mehr mit Tinte zu arbeiten, weil das eben diese Aspekte haben kann. Aber bei den echten Rorschach-Tests, die wurden ja nicht ausgewaschen, die trocknen ja auch noch auf unterschiedliche Art und Weise, geben dann so eine gewisse Tiefe. Nee, ist nicht mehr wichtig. Nee. Und bei dem Aquarell, das ist das einzige in der Ausstellung, was so eine Art Guckloch hat. Vielleicht magst du dazu was sagen, wie es dazu kam, dass man da so eine zweite Ebene hat. War ich gerade in der Tate Modern, habe mir Ausstellung von der Dorothea Tanning angeguckt, der Frau von Max Ernst, die ja auch gerade bei euch im Museum ausstellt. Und da habe mir eine Postkarte von einem Soft Object von ihr mitgenommen, die ich total toll fand. Und diese Zeichnung, irgendwie hat sie es angeboten mit dem Loch. Das ist also wirklich was ich selten mache. Ich mache eigentlich inzwischen mache ich sogar auch Collagen, aber eigentlich mache ich weniger Collagen. Ich wollte einfach da noch einen Einblick in eine andere Welt haben. Und das ist ein glücklicher Zufall. Die Zeichnung ist entstanden, bevor ich wusste, dass ich gleichzeitig mit Max Ernst ausstellen werde. Das ist ein ganz schöner, ganz schönes Einbringen der auch wichtigen Künstlerin neben Max Ernst in euer Haus. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das tatsächlich erst vor Ort hier so im Detail entdeckt habe und du es mir dann auch verraten hast. Aber vielleicht deswegen nochmal allgemein gefragt, gibt es Künstlerinnen, die dich oder Künstler, die dich besonders interessieren oder die du besonders schätzt oder die dich besonders beeinflusst haben auf deinem Weg? Ja, auf meinem Weg ganz sicher. Also immer noch, aber das ändert sich ständig, was einen interessiert. Als ich studierte, war ich total begeistert von Paul McCarthy, von diesen performativen Videos, diesen Zwischenzuständen wie The Painter, wo er ständig zwischen Räumen hin und her geht und hängen bleibt und überhaupt
jetzt wurde die Arbeit fast zu groß, aber es war auf jeden Fall ein einflussreicher Künstler. Ja, auch Rosemarie Trockel, auch die Titel, die sie gibt, sind ausgezeichnet und der Humor. Aber auch Outsider Artists. Ich habe jetzt wieder ein Buch von Eugen von Brünkenheim in den Händen gehabt, der wahnsinnige Skulpturen aus Keramik und auch aus Hühnchenknochen gemacht hat. Letzte Woche habe ich in London hier eine Ausstellung gesehen von der Alison Katz im Kempten Art Center, auch super surrealistische Malerin, die auch ein ganz, ganz gutes Händchen hat, anscheinend am Ausstellung zu installieren. Da weiß ich nicht, was besser ist, die Malerei oder die Installation an sich. Ja, viele fallen mir jetzt natürlich nicht alle ein. War schon mal sehr interessant. Und jetzt nochmal unsere abschließende Folie. Hier sieht man dich nochmal, Caroline, nochmal zurück zum Anfang sozusagen, noch bei dem Ausstellungsaufbau. Du warst nämlich ja auch vor Ort und das war auch wirklich eine ganz besondere Zeit für mich, auch zu sehen, dass du wirklich jedes Objekt dir auch nochmal genau anschaust, nochmal die Fäden ausstreichst, sodass es wirklich auch die Form hat, die du möchtest. Deswegen, aber wir haben es eingangs auch schon besprochen, dass diese TÜV-Arbeiten einfach diese starke Haptik haben. Die sind sehr sinnlich, sehr haptisch, man will sie sofort berühren. Deswegen nochmal die Frage, ob es dir auch generell um ein sensuelles Verständnis der Welt geht, was auf Haptik, auf Wahrnehmung beruht, oder ob dich das für dich besonders wichtig ist. Weil ich finde das bei deinen Arbeiten wirklich sehr stark, dass das so herauskommt. Also da muss ich ehrlich sagen, das habe ich mir vorher nie so bewusst gemacht. Das ist was, wenn man jetzt darauf blickt, ganz offensichtlich. Also auch eine Art von Oberflächenvergrößerung oder ja, Gesamtheiten, die aus ganz vielen einzelnen Partikeln entstehen. Ich will es nicht nochmal Pixel sagen, weil sonst in der digitalen Welt, ich glaube, die Dinge so wahnsinnig intensiv machen. Ich habe zum Beispiel von Pia Donhoeffer so einen Katalog bekommen von Shinichi Sarada, ist auch ein Outsider, Keramikkünstler, der eben so lauter Stacheln aufsetzt. Ist ein ganz gutes Beispiel, diese Vergrößerung der Oberfläche und Intensivierung, die dadurch entsteht, nehme ich an. Ich glaube, ich muss irgendwie von der Materialität verführt werden, und also schon als Macherin das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, wenn es anderen dann auch so geht, aber ich... ganz bestimmt. Ja, also die Arbeit sieht ganz danach aus. Auf alle Fälle. Ich meine, man muss ja sagen, natürlich schaltet sich dann auch irgendwann der Verstand hinzu, gerade durch diese ganzen auftauchenden Referenzen, über die wir auch schon gesprochen haben. Für mich sind es immer auch so Erinnerungsbilder, wie eben an Objekte ethnologischer Sammlung, an Masken, an Tieren, an Gebräuche. Aber auch bei diesen Referenzen und Erinnerungsbildern lässt du einen ja so, findet man in deinen Arbeiten keine finalen Antworten, weder über die Haptik noch über diese Erinnerungsbilder. Ist dir so eine offene Lesart wichtig generell? Auf jeden Fall, ja. Ich möchte eigentlich nicht feste Lesart in die Köpfe setzen. Ist mir sehr wichtig. Schön. Also dann schaue ich nochmal. Ich habe schon gesehen, wir haben hier noch zwei Besucherinnenfragen. Eine persönliche, wie das Leben als Pendlerin zwischen Halle und London ist. Also vor Covid war es einfacher. Jetzt ist es, ja, das geht, als Professor an einer Kunsthochschule ist es auf jeden Fall möglich, weil man kann ja auch blockweise arbeiten und es ist eigentlich bereichernd. Ja, es geht gut. Denn die nächste Frage wäre, was dich an London besonders fasziniert, wenn du da jetzt schon so lange lebst? Ja, also ich glaube, als Initialzündung war das tatsächlich die Musik und schon auch die Popkultur, Punkkultur. Dann auf jeden Fall die Kunstszene,
die auch das College war ganz anders, hat ganz anders funktioniert, als ich das in Deutschland erfahren habe. Es ist sehr viel dezentralisierter. Man hat nicht einen Professor, eine Professorin, um die sich alles gruppiert. Man hat ganz viele Stimmen im Raum. Jeder sagt einem was anderes, jeder sagt einem etwas anderes. Und es ist eine ganz andere Art zu lernen, zum Beispiel. Ja, ich mag den britischen Humor wahnsinnig gern. Ich mag die, ja, die Selbstdistanz, die Art und Weise, über sich selbst lachen zu können und viele Dinge. Den Brexit mag ich natürlich nicht und auch die politische Dinge, die ich nicht diskutieren will, die ich nicht so toll finde. Macht auch das Ausstellungsmachen schwieriger. Das ist einfach eine ganz tolle Stadt. Also ich, das hat sich nicht geändert. Ich finde London immer noch toll. Und noch eine letzte Frage von unseren Zuschauerinnen. Arbeiten Ihre Studentinnen auch mit der Technik des Taftens? Auch spannend, ob durch dich da nochmal so eine nächste Generation in Gang gesetzt wird. Also die ja, ist die Antwort. Tatsächlich, das war nicht fest eingeplant, aber es gab tatsächlich schon Tuftpistolen, die eingemottet waren, die jetzt wieder zum Leben erweckt wurden. Und es wird sehr viel getuftet. In allen, es ist auch ein bisschen eigenartig, muss ich zugeben. Aber ja, es wird viel getuftet. Mal gucken, ob man sich dann wieder aus dem System heraustuftet und was anderes kommt oder ob dabei bleibt. Man muss auf gar keinen Fall bei mir tuften. Aber es ist natürlich, wie gesagt, auch ein relativ schnelles und spontanes Medium, das ja nicht, ja, vielleicht gar nicht so viel Expertise erfordert, erstmal. Ja. Was war der zweite Teil der Frage? Nee, ich glaube, das war genau die Frage, ob da so eine nächste Generation heranwächst. Gibt es auch ohne mich. Ich meine, ich glaube, als ich damals mit Duften angefangen habe, hat es den Leuten echt gegraut davor. In London überhaupt, generell ging es immer darum, ist es Craft oder ist es Art? Ja. Und seitdem ist, glaube ich, wirklich viel passiert. Also ich habe jüngere Studierende, die auch auf Instagram total unterwegs sind. Da gibt es eine ganze Tuft-Szene. Ach, spannend. Das hätte ich mir nie denken lassen. Genau, Caroline, dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und so unglaublich viele Informationen mit uns zu deiner Arbeit und zu der Ausstellung in Ravensburg nochmal aus deiner Perspektive zu teilen. Also es war wirklich, glaube ich, für ganz viele Leute unglaublich interessant, auch für mich nochmal spannend. Und es war natürlich auch schön, dich hier nochmal zumindest digital als Gast in der Ausstellung zu haben, bevor nämlich die Ausstellung leider schon am 20. Februar wieder endet. Also jeder, der hier im Ravensburger Raum nochmal die Gelegenheit nutzen möchte, sich nochmal selber von dieser Faszination und dieser Haptik und der Qualität der Arbeit zu überzeugen, ist natürlich eingeladen, noch zu uns ins Museum zu kommen. Aber es gibt gute Nachrichten. Die Ausstellung wird ja noch in Biel in der Schweiz am Kunsthaus Paskat gezeigt. Also jeder, für den das näher ist, hat dort auch noch die Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen. Und wir machen nämlich gemeinsam in Kooperation mit dem Kunsthaus Paskat auch noch einen ausstellungsbegleitenden Katalog, dreisprachig, Deutsch, Englisch, Französisch. Also jeder, der es verpasst hat, sowohl in Biel als auch bei uns, hat dort noch die Gelegenheit. Also nur noch bis zum 20. Februar. Ich muss sagen, ich habe heute gerade schon an dem Weitertransport gearbeitet und wirklich mit Erschrecken festgestellt, wie schnell diese Ausstellungsdauer jetzt umging. Deswegen, Caroline, wir sehen uns dann spätestens in Biel hoffentlich. Erstmal, wie gesagt, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast und nochmal alle Fragen beantwortet hast und nochmal diesen wirklich umfangreichen Einblick in dein Arbeiten uns gegeben hast. Danke dir auch für die ganze Betreuung der Ausstellung. Ja, es war mir wirklich eine Freude. Es hat total Spaß gemacht, macht total Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. All unseren Zuschauerinnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei waren bei uns im Kunstmuseum Ravensburg. Und Caroline, bis bald und auf Wiedersehen.